Das öffnet die Krankenstation. Sollte reichlich Zeug drin sein. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Ich hol dir was zu essen. Du und ich werden ein Telefon suchen. Oh, ja. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert! Denkst du, was immer sie angegriffen hat, hat, weiß nicht, ihre Fährte aufgenommen? Was? Ich weiß nicht, was, wenn es Blut geleckt hat und sie jetzt irgendwie verfolgt? Ich glaub nicht. Ich denke nur, wenn wir bei ihnen bleiben, sind wir dran. Ich weiß nicht. Ich glaub echt nicht. Was auch immer sie angegriffen hat, das kommt nicht in die Lodge. Okay, ja. Ja, du hast sicher recht. Ach, komm schon, wir brauchen Verstärkung. Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Fahr mal vor, ja? Wo gehst du hin? Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Ich denke, nix Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Oh, das ist gut. Ja. So, was nun? Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an? Mr. H.? Nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 911. Du meinst 911? Wer sagt 911? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Ha. Huh. Cops? Ja, mach keinen Scheiß... Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann ich so, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen, ein Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Und wir wissen nicht, wie viele es gibt oder wie schlau sie sind, also könnten sie gerade planen, uns anzugreifen und wir brauchen dringend Unterstützung. Ja, das ist gut. Okay. Was ist los? Tot. Hast du jetzt aufgelegt? Wie jetzt aufgelegt? Ich weiß nicht, vielleicht bist du abgerutscht und hast dann aufgelegt. Du weißt, wie man anruft? Ja, na klar. Außer mit Handys? Und du weißt, wie man anruft? Du hast es geschrottet. Ich hab's nicht. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte... Geräte, ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Leg das weg, Dylan. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Okay, sei vorsichtig. Ist schon gut. Okay. Es liegt wohl am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Bestimmt waren es die Bären.
Bären. Und wieso sind Bären an allem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, der, die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat, was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflixt. Siehst du? Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sicher Panik. Ja, okay, ja. Los geht's. Oh mein Gott. Ja, wir bringen die am besten zu Caitlin. Die braucht sie doch nicht wirklich, oder? Sie braucht sie genauso sehr wie wir. Sie ist jetzt in der Lodge. Wir gehen da gleich eh hin. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was Gefährliches sein in der Lodge. Wann? Gerade 20 Sekunden her. Okay, sicher. Aber das war nur, weil ich endlich eine Waffe wollte. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Ah, okay. Du hast recht. Hey, wir haben ja noch meine. Sei extra nett zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Schreib keinen Scheck, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. ich stör wohl gerade. Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mache ich doch gern. Oh, schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ach, ist es wieder soweit? Der Magier. Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation. Das Werk eines Magiers, gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht.
Du willst doch nichts verpassen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Du verabschiedest dich also. Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben.